Jo Leute, und zwar haben wir heute auch schon den Dienstag und damit auch schon den zweiten Tag meiner zweiten Woche Praktikum erreicht. Und der ist jetzt auch vorbeigegangen. Und ja, ich werde euch wieder so wie gestern Schritt für Schritt erzählen, was wir so gemacht haben und so. Erstmal, wie immer, war es wunderbar. Es hat mir extrem gefallen, das alles hier zu machen und so. Und ja, es ging wie immer für mich um 6.15 Uhr für mich aus dem Bett. Dann ging es duschen, dann ging es anziehen, dann ging es Kaffee trinken, dann ging es frühstücken, dann ging es zur S-Bahn, dann ging es zum Bus und vom Bus aus ging es dann dorthin zur Arbeit. Und ja, was soll ich sagen, meine Lieben, ich bin da hingegangen, hab mir wieder einen Kaffee geholt, hab den getrunken und bin dann ins Zimmer gegangen und hab dort gearbeitet, wie immer. Ja, heute kam tatsächlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Teil für mich, den ich wieder mal in 0,x hingekriegt habe. Das ist einfach bei mir so, bei Büroberufen, das kriege ich einfach in 0,x hin und kaum legt man mir eine Aufgabe für einen Büroberuf hin, denke ich mir so, ja, das ist easy, schaffe ich halt. Und ich schwör bei Gott einfach, ich habe einfach alles geschafft und das sind fast in 0,x. Die haben einfach so hingelegt, ich dachte mir so, geil, Mann, los geht's, arbeiten. Und ja, haben die mir einfach so einen Zettel hingelegt und ich bin so dabei, so auffüllen, ausfüllen. Und ja, ihr fragt euch sicherlich, was habe ich heute alles Neues gelernt? Und zwar, große Überraschung, naja, ihr kommt eh nicht drauf. Egal. Wir haben heute, und zwar habe ich heute so einen Vertrag machen müssen, und zwar so einen Dienstreisevertrag. Wann muss man hinreisen, wann muss man abreisen, wann kommt dies, wann kommt das, das muss man halt alles aufschreiben und so. Und zuerst muss ich das am Computer so nachgenerieren und danach muss ich mir halt einfallen lassen, wo es halt hingeht. Zum Beispiel nach Amerika muss ich für AC/DC zum Beispiel arbeiten und muss da halt entsprechend hinfahren. Habe ich zuerst gesagt, Name, also Vorname, Maximilian, Nachname Killer, da, alles weiß ich nicht mehr, was ich da hingeschrieben habe, ist aber letztlich auch egal. Denn das muss ja eh keiner wissen, weil es ja einfach ausgedacht war und kein wirklicher Brief war, wo ich einfach hinreisen musste. Und ja, dann habe ich halt nach dem Ganzen einen Vertrag, wieder so einen Vertrag machen müssen. Und zwar bezahlen und so. Mal wieder. Und zwar muss ich Gebühren zahlen machen. Natürlich nicht echt, aber halt so als ob man muss halt Gebühren zahlen, musste ich halt versuchen, wie das halt geht, so Geld überweisen an dies und das. Und das war einfach nur anstrengend. Ich wusste zum Teil eigentlich gar nicht, wie das geht, hab's aber in 0,x herausgefunden. Ja, dann war Frühstückspause. Ich bin zum Kaffeeautomaten gegangen, hab mir einen Kaffee geholt, hab mit meinem Kollegen dann ein bisschen geredet, hab ein Croissant dabei gegessen, hab auch meine alten Kollegen vom IT wieder gesehen und hat einfach alles mega, 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 mega Fun gemacht. Einfach wieder, wie gesagt, alles zu machen. Und ich glaube, ich muss es nicht 100.000 Mal erwähnen. Wie gesagt, Büroberufe, mein absoluter Traumberuf. Und meiner Meinung nach gibt es halt, wie gesagt, nichts Besseres als Büroberufe. Ja, da war die Frühstückspause auch vorbei. Und ich bin halt wieder in mein Dings gegangen und habe halt dort weitergearbeitet. Danach musste ich bei so einem Vertrag wieder feststellen, was ist falsch gemacht und was ist wahr. Und zwar, das war ganz witzig, da muss ich jetzt, also da waren so Rechtschreibfehler drin, sowohl Rechtschreibfehler als auch Rechenfehler. Und die musste ich herausfinden. Obwohl die meisten, die Rechnungen, die da waren, die waren alle richtig. Bloß auf die Rechtschreibfehler wurde geachtet und ich musste halt nachschauen, was ist falsch und was ist richtig. Das erste ging erstmal so los, dass ich halt in Excel eine Tabelle erstellen muss, wo genau diese Rechnungen vorgegeben sind. Und musste halt im Endeffekt genau das abschreiben, was da halt war. Halt zum Beispiel musste ich das halt, es war halt falsch geschrieben, aber wie man das ja kennt, das Gehirn weiß ja, wie es richtig heißt. Und das war dann halt meine Aufgabe. Wie es richtig heißt, musste ich dann da halt hinschreiben. Zum Beispiel, das war ganz witzig, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, da stand statt Sachmitarbeiter, stand da Sackmitarbeiter. Und ich habe das Wort Sachmitarbeiter schon lange nicht mehr gehört. Habe ich einfach so nachgeschaut, was sind denn Sackmitarbeiter? Und ich dachte mir zuerst so, wirklich, gibt's das jetzt oder was? Schaue ich so nach, Sackmitarbeiter, stand Sachmitarbeiter da. Nicht so, genau, Sachmitarbeiter hieß das. Und ich dachte mir zuerst so, Sackmitarbeiter? Das Wort sagt mir irgendwie was, aber so habe ich es noch nie gehört. Sackmitarbeiter. Wie auch immer. Haben wir halt den Sachmitarbeiter, habe ich dann halt korrigieren müssen. Das war so witzig. Sackmitarbeiter. Als ob es sowas gibt, Alter. Also wirklich.
Naja, auf jeden Fall, mein Gehirn wusste halt schon, wie es richtig heißt. Ich musste es halt auch nur richtig hinschreiben und nicht irgendwie so dies und das. Und ja, dann waren halt sehr viele Wörter falsch geschrieben, die ich halt richtig schreiben musste. Die meisten davon waren auch wirklich falsch und die habe ich halt richtig geschrieben. Bei den Rechnungen war rein gar nichts falsch, weil es sollte ja eigentlich so sein, dass der Mittelwert, oder besser gesagt, der Mittelwert halt, muss genau ja das von plus, plus, plus. Also halt drei Rechnungen sind das und das muss man halt zusammenrechnen. Und habe ich halt die Rechnungen zusammengeschrieben. Genau das Ergebnis kam raus, was auch auf der Tabelle stand. Und das muss ich dann durch drei dividieren. Und genau dasselbe Ergebnis kam dann auch wieder raus, was aus dem Zettel stand. Aufgabe 1 war richtig. Aufgabe 2 war richtig. Aufgabe 3 war richtig. Es waren also rein gar keine Rechenfehler dabei. Weshalb ich bis jetzt immer noch nicht kapiert habe, warum das irgendwie Rechenfehler da sind. Ich meine, eigentlich erkennt man ja, dass da keine Fehler drin sind, aber manche Leute sind halt so und die gehen erstmal auf Nummer sicher und checken alles genau nach. Das Tolle ist halt, also meine Nachbarin dort, meine Tischnachbarin, er hat zu mir auf jeden Fall, hat das auf jeden Fall mit Taschenrechner gemacht, habe ich so gesehen. Kam mein Lehrer so, das musst du nicht mit Taschenrechner machen. Mit Excel geht das viel einfacher. Du markierst einfach die Aufgaben und fügst ein Plus ein, damit die das zusammenrechnet und schon rechnet Excel automatisch dir das aus. Da musst du gar nicht groß was eintippen. Du musst einfach nur drei Aufgaben markieren, ein Plus drücken und dann kommt genau das Ergebnis raus, was du haben möchtest. Das habe ich bei IT gelernt und habe es bis heute nicht vergessen. Ja, hoffentlich werde ich es auch nie vergessen, man weiß ja nie, wann man das später irgendwann mal braucht. Vielleicht, wenn ich mal irgendwie Anwalt oder so werden möchte, müsste ich sowas auch machen. Oder generell irgendwelche Rechnungen bezahlen muss, da muss man halt Excel dafür benutzen, weil das halt extrem, wie nennt man das? Also Excel ist halt so ein Rechenprogramm, was dir halt hilft, spezielle Aufgaben zu rechnen. Und das ist Excel, an Excel ist es wirklich extrem praktisch, ne? Man muss einfach gar nichts rechnen, besser gesagt. Also doch muss man schon. Man muss nur in der untersten Zeile, also ihr müsst euch vorstellen, oben standen drei Aufgaben und unten war halt dann so ein leeres Feld. Da muss man sofort auf jeden Fall ein Ist-Gleichzeichen reinmachen. Und beim Ist-Gleichzeichen halt weiß dann das Gerät automatisch, dass er was rechnen muss. Da muss man die drei Aufgaben markieren. Einfach ein Plus, Minus, Mal oder, nein gut, beim Mal muss man eine Zahl dazu schreiben, bei geteilt auch. Aber bei Plus und Minus musst du einfach nur die Aufgaben markieren und Minus dazufügen. Und schon rechnet dir das Gerät das automatisch aus. Das ist wunderbar bei Excel und funktioniert einfach einwandfrei. Bloß beim Mal und geteilt muss man halt eine Zahl dazu schreiben, durch was man dividieren möchte. Man kann ja nicht einfach drei Aufgaben aufschreiben und dann geteilt hinmachen. Dann weiß ja das Gerät nicht, was du damit anfangen sollst. Man muss halt mal 8 geteilt durch 8 mal 5 mal geteilt durch 5 oder so, muss man halt dazu schreiben. Aber bei Plus und Minus reagiert das Gerät einfach so, was du haben möchtest. Wobei bei Minus ist es auch ein bisschen schwieriger. Da muss man eigentlich schon eingeben, was man alles Minus rechnen möchte. Man muss halt zum Beispiel R11 plus C11 plus B11 und Minus, das war ja Minus, was ich gerade gesagt habe, ne? C11 minus B11 minus A11. Und ja, das musst du halt aufschreiben. Da kannst du nicht einfach alles markieren. Bloß bei Plus, das kannst du alles markieren und das Gerät rechnet dir das automatisch aus. Weil bei Plus weiß das Gerät nämlich automatisch, du möchtest die drei Sachen zusammenzählen. Bei Minus muss man halt, wie gesagt, das alles so, wie nennt man das? Halt, muss man halt alles so präzise machen halt, ne? Dann war auch schon Mittagspause und um 13 Uhr. Das Essen dort war heute aber leider nicht so lecker. Ich wollte jetzt eigentlich schon fast sagen, es hat scheiße geschmeckt. Also meiner Meinung nach war es scheiße. Naja, konnte ich jetzt nicht anders ausdrücken. Es war halt so, hat mir einfach nicht so geschmeckt. Und zwar gab es einfach gefüllte Paprika und ich bin kein Fan davon. Gefüllte Paprika mit Reis und vegetarisch gab es was, wo man schon beim Zuschauen kotzen muss. Also muss man, gefühlt muss man schon kotzen, wenn man das Ganze nur sieht. Und zwar gab es als vegetarisches Essen so mehlig gekochte Kartoffeln, die man ja normalerweise mit Butter und so isst und Spinat. Also mehlig kochende Kartoffeln sind gar nicht lecker, meiner Meinung nach. Es gab halt mehlige Kartoffeln mit dazu Spinat und Sauerkraut. Bäh. Wie sollen das drei bitte zusammen schmecken? Mehlig kochende Kartoffeln mit Spinat und Sauerkraut. Gar nichts.
Aber irgendwas musste ich ja essen, ne? Ich war kurz am Verhungern. Habe ich mir einfach ein bisschen was vom Reis geholt. Auch wenn es das leckere, also wenn gefüllte Paprika mir nicht schmeckt, habe ich immer noch diesen Reis geholt. Und der hat uns ganz gut geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Reis war okay, aber halt ziemlich wenig. Naja, habe mir halt dafür 500.000 Schüsseln, nein, natürlich nicht so viel. Ich würde schon sagen, 15 Schüsseln waren es mindestens, bis ich da mal satt war. Ja, hat es auch eine gute Zeit gehalten, bis dann fertig war. Und danach hatte ich so krass Hunger. Beim Nachhausefahren hatte ich so krass Hunger. Weshalb ich mir jetzt gedacht habe, so, ja, ich bin jetzt zu Hause, ich mache trotzdem schnell meinen Tagesbericht und dann mache ich mir eine Pizza warm, damit ich auch wirklich satt werde. Weil ihr kennt es ja alle, wenn man Pizza gegessen hat, dann so, oh, ich bin satt, ich kriege nichts mehr rein. Und das Tolle ist, Pizza schmeckt auch noch. Deswegen habe ich mir eine Tiefkühlpizza warm gemacht, habe das gegessen. Und ja, auf jeden Fall musste ich halt, bevor ich ging, noch ein Plakat fertig machen, und zwar Werbung für Flohmarkt. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also wenn man den Computer richtig benutzt, ist natürlich schon einfach. Aber das muss man natürlich auch so machen, dass die Leute überhaupt was kaufen möchten. Weil es geht ja natürlich nicht, dass du einfach irgendwas dahin rotzt und vielleicht eine Schrift benutzt, die kein Mensch lesen kann. Und ja, das Plakat muss man halt auch ein bisschen gestalten. Ne? Man kann jetzt nicht einfach so, da schreibe ich jetzt hin, morgen Flohmarkt in der Killerstraße 69. Und da hier ein paar Bilder, dann da ein paar Bilder und dann dies und dann und das. Das nützt auf jeden Fall gar nichts. Das heißt, ich musste das erstmal so richtig schön gestalten. Und ja, bin ich immer noch dabei. Das werde ich aber morgen vervollständigen. Ich habe ja morgen immer noch Zeit. Ja, leider ist morgen kein Feiertag, so wie letzte Woche. Und ja, ist auch nicht so schlimm. Bei Büroarbeiten würden wir auch bei Feiertagen Spaß machen, um ehrlich zu sein. Weil Büro einfach mein Liebling ist, ja. War ich halt bis zum letzten Part, also es war dann halt auch noch so kleine Pause zwischendurch, wie gesagt, um 15 Uhr, 15 bis 15:30 Uhr war wieder Pause. Habe ich direkt nach der Pause weitergemacht und um 17 Uhr war Feierabend und bin bis jetzt immer noch dabei. Klar, ich arbeite ja jetzt momentan nicht mehr, aber morgen geht es wieder weiter und morgen kann ich dann das Plakat vervollständigen. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch wieder mal nicht zu sagen. Das war eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Meine Lieben, ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Macht was Schönes und wir sehen uns morgen Abend um 21 Uhr irgendwas wieder an der gleichen Stelle mit einem neuen Erzählvideo und davor natürlich auch wieder ein paar Videos. Und ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.